Hallöchen Leute, herzlich willkommen zur vorletzten Etappe und zur Königsetappe der Aserbaidschan-Rundfahrt. Heute geht's richtig um die Wurst und Songenso Jim denkt sich so, draufgeschissen. Und greift gleich mal an, Castro Viejo geht mit, Crawford geht mit. Wir wollen heute mit Grimay versuchen, was geht, gucken was geht und das Bestmögliche rausholen. Keine Ahnung, was gehen kann. Aber wir sind jetzt erstmal in der Spitzengruppe des Tages mit Songenso Jim und wollen natürlich eine kleine, ja, wie Jean-Claude Leclerc von Eurosport immer sagt, eine Relais-Station bilden. Diese Taktik haben wir schon mal angewendet? Ich weiß es nicht. Ich glaube noch nicht, ne? Oder? Kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern. Vielleicht haben wir es auch schon mal getan. Wir wollen also einfach in die Ausreißergruppe schicken, in diesem Fall Jim. Damit, falls dann später Grimay vielleicht zu einem Angriff kommt oder einfach so Hilfe benötigt, kann ja nicht schaden, wenn noch jemand vorne mit dabei ist, dass wenn Jim dann eingeholt wird, dass er dann Grimay unterstützen kann. Grimay hier hinten im Feld, der, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube Eritreaner, kann das sein? Was ist denn das für eine Flagge hier? Grün, gelb, rot ist sie mit irgendeinem Zeichen in der Mitte, das man jetzt nicht erkennen kann. Ich glaube, es ist Eritrea. Vorne also Songenso Jim zusammen mit Castro Viejo und Crawford. Zusammen mit Yao mit dabei. Deckard und Kern. Christoph Kern, der Franzose. Und hier vorne wird jetzt angegriffen, wahrscheinlich wegen den Bergpunkten. Finde ich jetzt ein bisschen unnötig. Vor allen Dingen, weil keiner von denen hier vorne überhaupt noch schon einen Bergpunkt hat. Auf der anderen Seite gibt es heute viele Bergpunkte zu holen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Denn die Etappe ist ja sehr, sehr schwer. Crawford scheint sich das Ganze zu sichern. Nein. Castro Viejo wird seinem Favoritenstatus gerecht. Gewinnt diese Bergwertung vor Crawford und Samuel Yao. Dann kommt Deckard, dann Songenso Jim. Und wir schauen mal, dass wir da vorne wieder rankommen. Zusammen mit Deckard zusammen. Ich glaube, Sascha heißt er mit Vornamen. Christoph Kern dahinter. Und dann das Hauptfeld mit Grimay. An der Spitze. Die Adriana Mobilmannschaft, so heißen sie, glaube ich. Adria Mobil, so heißen sie. Also mit dem gelben Trikot, mit Mogherli. Rugina, allerdings ein besserer Bergfahrer. Der macht hier allerdings das Tempo, natürlich, warum auch nicht. Sie versuchen also das gelbe Trikot mit Mogherli zu behalten. Mutig, finde ich das. Castro Viejo und Crawford, warum greifen die immer an, sobald Jim wieder dran ist? Haben die etwas dagegen, dass Songenso Jim mit in dieser Gruppe ist? Hat das damit was zu tun? Oder ist es Samuel Yao, weil der so wenig Abstand der Gesamtwertung hat? Ich kann es nicht genau sagen. Christoph Kern wird es auf jeden Fall kaum sein. Der ist auch eigentlich nicht stark genug, um hier wirklich mitzumischen. Egal, wir bleiben mal mit Songenso Jim hier vorne drin. Gucken, wie es läuft. Wenn es nicht gut läuft, können wir dasselbe nochmal mit Augustin versuchen. Der auch eigentlich der etwas bessere Bergfahrer ist. John Lee Augustin, immerhin 67 am Berg. Das sind ja fast schon 70. Die Mannschaft United Healthcare. Heute auch sehr, sehr aktiv hier vorne. Warum? Frage ich mich. Bolivar, hat der etwas vor? 72 hat er am Berg. Jonathan Clark mit 69 wird wahrscheinlich nichts vorhaben. Der Vorsprung der Ausreißer ist beachtlich, das ist tatsächlich. 8 Minuten 14 haben wir jetzt Vorsprung vor dem Feld. Das ist schon viel. Und ich sage mal Jim, dass er jetzt nicht mehr die Führungsarbeit sich beteiligen soll. Einfach weil er da auch nicht stark genug ist, hier wirklich mit den Großen da mitzufahren. Mit Castro Viejo beispielsweise. Und da gab es eine Attacke, die ich jetzt natürlich verpeilt habe. Toll. Na Leute. Ich hoffe, Christoph Kern hilft mir hier, die beiden, die vier da vorne wieder einzuholen. Nö, der greift an. Der Sack. Ist das ein Sack? Sehr unruhige Gruppe. Man merkt das schon immer wieder Attacken. Und scheinbar scheint man etwas gegen Jim zu haben. Sobald der in der Gruppe ist, wird angegriffen. Zumindest Castro Viejo macht das die ganze Zeit. Greift immer an, sobald Jim in der Ausreißergruppe sich befindet. Warum das so ist, weiß ich nicht.
Jetzt kann er scheinbar nicht mehr angreifen. Dafür versuchen es die anderen jetzt. Unter anderem mit Deckard, der selbst ja keine Führungsarbeit macht, stand da zumindest. 7 Minuten Vorsprung vor dem Hauptfeld, in dem jetzt die Mannschaft Eureka Greenwich mit dem gelben Trikot, mit Michael Matthews, das Tempo-Diktat übernimmt. Hier vorne immer noch diese Kindergartenattacken. Jetzt Deckard, greift er auch noch an. Hat sich hier die ganze Zeit geschont und jetzt greift er selbst an. Hält mir im Kopf nicht aus. So, jetzt haben scheinbar alle genug angegriffen. Vielleicht kann auch keiner mehr angreifen, kann auch sein. Auf jeden Fall fahren sie jetzt zusammen. Aber da kommt die nächste Attacke. Also ständig Attacken, das kann so nichts werden, Freunde. So wird dieser Ausfall so garantiert nichts. So können wir da keinen Blumentopf gewinnen, falls es euch um die Etappensieg geht. Vielleicht ist Castro Viejo selbst ja auch nur eine Anspielstation sozusagen. Sollte einer der Kapitäne von Movistar, vielleicht Plaza, da vorne noch mit rankommen. Wobei ich mich dann frage, warum er so offensiv fährt. Das würde dann keinen Sinn machen. Denn wenn man so eine Aktion macht, versucht man eigentlich vorne seine Kräfte so gut wie möglich zu sparen, um dann eben dem attackierenden Kapitän, der dann auffährt, noch helfen zu können. Das bringt ja nichts, wenn man schon selbst platt ist. Also ein bisschen komisch hier, die taktischen Marschrouten und vor allen Dingen diese ganzen Attacken. So, Jim muss jetzt hier wieder reinfallen in die Gruppe. Kostet natürlich ein bisschen Kraft, aber macht er gut. Und ist jetzt wieder mit drin. In der sechsköpfigen Ausreißergruppe. Wie geht's, Grimmay? Alles gut soweit, wie es aussieht. Sehr, sehr schön. Und wir sind jetzt auch schon im 1er-Kategorieberg drin, der eine sehr, sehr gleichmäßige Steigung hat, aber recht lang ist. Mal gucken, wie man sich hier drin schlagen kann, wie sich Grimmel schlägt, aber so hoch scheint das Tempo im Feld ja auch nicht zu sein. Sein Helfer ist allerdings weg, Van Zyl. Das gefällt mir gar nicht. Augustin soll ihm jetzt mal ein bisschen unter die Arme greifen. John Lee, Augustin. Kennt vielleicht der eine oder andere noch von euch. Ist mal für die Mannschaft Barlow World gefahren. Bei der Tour de France auch. Und dort mal so einen Ascheabhang runtergestürzt. Sah recht spektakulär aus. Ihm ist aber Gott sei Dank nichts passiert damals. Und hier wird sich wieder um die Bergpunkte gekloppt. Castro Viejo hat da scheinbar ein großes Interesse daran, diese Bergpunkte einzufahren. So, was geht denn hier hinten eigentlich ab? Oh oh. Haben wir da wieder den Zug verpasst? Es sieht fast so aus. Wer ist denn hier vorne? Oh, hier vorne sind viele. Meinst du, die Mannschaft Sky schafft das hier, die Lücke zu schließen? Vielleicht schaff's mal, ne? Sky muss es jetzt einfach schaffen. Wir müssen uns jetzt tatsächlich auf die Sky-Mannschaft verlassen. So ungern ich jetzt auch sage. Jetzt sind wir auf einer Brücke. Sieht ja nett aus hier. Mal gucken, ob wir die hier eingeholt bekommen. 35 Sekunden Vorsprung haben sie. Wäre schlecht, wenn die durchkämen. So, Songenzo Jim und Christoph Kern, die machen jetzt auch kein Tempo mehr. Grimmer hier hinten. Grobo Acebo und De La Fuente haben wir noch. Es sieht so aus, als würden sie sie wieder einholen. Das wäre mies, wenn die hier weggekommen wären. Was sie zum Glück nicht sind. Podgita, wäre gut, wenn deine Flaschen noch ankommen, sonst muss Grimmer sich selbst welche holen. Das wäre nicht so gut. Jetzt also ein recht flacher Abschnitt erstmal. Und dann geht es hier diesen Anstieg hinauf. Ja, die hier vorne wurden eingeholt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Mogherli im gelben Trikot auch wachsam gewesen. Hat hier nichts anbrennen lassen. Nose oder Nose. Fährt er jetzt gleich vor, um seinen Kapitän zu unterstützen, der immer noch im gelben Trikot unterwegs ist. Auch Rogina ist noch ist hier noch mit dabei aus der Drittligamannschaft. Adria Mobil. Ich meine, es sind Drittligisten. Nicht, da ich mich da jetzt täusche, aber ich glaube, es sind Drittligisten. Auch Roglic aus dem Team mit dabei. Wie groß ist das Feld noch? 108 Fahrer sind hier noch drin. Also noch ein großer Haufen dafür, dass der erste große Berg bereits schon hinter dem Feld liegt. Aber das Tempo war scheinbar noch nicht hoch genug. Hoppla, Podgita, was macht denn der hier vorne?
Der muss hier gar nichts machen. Song Genzo Jim wird eingeholt. Leider ein bisschen zu früh für meinen Geschmack. Ich hätte ihn gerne am letzten Berg erst eingeholt. Aber okay. Na, hat das halt nicht so gut geklappt. Schade. Jim ist halt auch nicht der beste Fahrer. Das hat er heute leider wieder gezeigt. Und die Mannschaft Adria Mobil probiert jetzt echt mit allen Kräften, die hier vorne einzuholen. Wie viel Vorsprung haben die denn? Wie viel Abstand vielmehr? Simeão 3,41, genauso wie Castro Viejo. Das sind die Besten in der Gesamtwertung. Das heißt, 3,41, das wäre dann fürs gelbe Trikot zu viel. So viel Vorsprung haben die Ausreißer aber momentan nicht. Dennoch, sehr hohes Tempo jetzt also im Feld. Ich glaube, damit bringen sie Mogherli am Ende noch selbst in die Bredouille. Kann mir nicht vorstellen, dass er stark genug ist. Auf der anderen Seite haben wir auch schon Fasanov gesehen, der wie entfesselt gefahren ist. Ochoa, was hat der vor? Versucht eine Attacke, genauso wie Bilbao. Der lässt es aber gleich wieder sein. Podgita, der braucht ja auch nicht mit 90% Einsatz die ganze Zeit fahren. Hier vorne also die Ausreißergruppe. Castro Viejo greift nochmal an. Den versuchen sie natürlich wieder einzuholen. Dahinter das Hauptfeld. Mit Grimmay, mit Mugherli, mit den ganzen großen Namen. Castro Viejo wird jetzt also eingeholt. Augustin, dem geht es jetzt einmal auch nicht mehr gut. So ein Genzo Jim ist eigentlich als Relaisstation auch nicht mehr zu gebrauchen. Schade. Rutkiewicz greift an. Zakarin geht mit und Ludwigsson. Eben nur Zakarin und da gehen wir natürlich auch hinterher. Mit Grimmay. Ah gut, der Attacker sofort wieder fallen gelassen. Schade. 84 Fahrer sind jetzt noch an der Spitze des Feldes, hier in dieser großen Gruppe. Mal gucken, wie lange sie so groß noch bleibt. Jetzt Ludwigsson mit Polank und Rodriguez mit der Attacke. Maczynski greift an. Forst der CCC-Mannschaft, ein guter Bergfahrer. Einer, der hier durchaus gefährlich werden kann. Zakarin und De La Fuente überlegen, kurz mitzugehen. Errada geht jetzt mit. Michael Matthews greift an. Da ziehen wir mal hinterher. Oh, warum klappt das jetzt wieder nicht? Ich weiß es nicht. Grimmay also jetzt auch mit einem Angriff. Bleibt vorne mit dabei. 8,9 Kilometer sind es noch. Grimmay bleibt vorne mit dabei, ist jetzt in dieser großen Gruppe, in dieser ersten Gruppe. Wo Jonathan Clark jetzt das Tempo macht, aus der United Healthcare Mannschaft. Er greift an. Errada geht mit und auch Grimmay versucht mitzugehen. Ich hoffe, wir lassen nicht zu viel Kräfte gerade flöten gehen. Aber bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Wir sind hier in der ersten Gruppe drin. Grimmay hat noch Kraftreserven. Plaza greift an. Arroyo geht mit. Ja, jetzt müssen wir schon so ein bisschen haushalten, denn der Berg ist noch lang. Der Berg ist auf jeden Fall noch lang. Plaza ist jetzt vorne. Dahinter David Arroyo. Aus der Caja Rural Mannschaft. Ah, die beiden Spanier setzen sich jetzt ein bisschen ab. Dann die Gruppe mit und um Grimmay. 4,8 Kilometer sind es noch. Fasanov ist mit dabei. Der ist da, glaube ich, erst wieder aufgerollt. Und Errada und Yates greifen an. Christian Knees greift an. Ach du liebe Zeit. Eigentlich kein so guter Bergfahrer. Und Fasanov greift an. Natürlich. Darauf haben wir doch alle nur gewartet, oder? Und Grimmay folgt der Attacke mal. Und geht hier auch gleich so ein bisschen mit. 3 Kilometer sind es noch. Komm, Grimmay, greif nochmal an. Versuch's mal, hier wegzukommen. Zakarin sieht nicht mehr so gut aus. Und Grimmay mit dieser Attacke gibt jetzt wirklich Vollgas hier. Komm, fahr mal zusammen mit Zakarin. Hat ein bisschen Vorsprung. Die beiden haben ein bisschen Vorsprung. Wer ist vorne? Das ist immer noch Ruben Plaza. Arroyo kann nicht mehr folgen. Errada kommt da nochmal ran, der Teamkollege von Plaza. Dann Knees, dann Grimmay und Fasanov. Grimmay sieht jetzt nicht mehr gut aus. Der hat nicht mehr viel Kraft. Zgebu Grimmay. Aber jetzt geht es einfach nur darum, hier irgendwie noch in die Ziellinie zu kommen. Lang ist es nicht mehr. Zakarin, Fasanov vielmehr, wird wahrscheinlich hier Sechster. Wird Grimmay Siebter? Es sieht gut aus. Er wird Siebter.
vor Breidler noch. Und wir gucken jetzt gleich mal in der Gesamtwertung, was das für Folgen hat. Mugerli wird 9., der Mann im gelben Trikot. Verliert also keine bis kaum Zeit. Plaza gewinnt. Ruben Plaza siegt also vor Errada, vor seinem Teamkollegen. 3. wird Arroyo. Ich denke mal, einer der hat auch das gelbe Trikot nun. 4. Yates, 5. Knees, 6. Fasanov, 7. also 4. Sanov natürlich. 7. Grimmay, 8. Breitler, 9. Mugerli und 10. Ludwigsson. In der Gesamtwertung. Jetzt 1. Rada vor Plaza und Yates, dann Arroyo, Knees, Mugerli, Matthews, Breidler, Fasanov und Grimmay. Immerhin auf Rang 10 nach dieser Bergetappe. In der Punktewertung führt Errada nun vor Matthews und Mugerli. Von Even, ja, der ist auf Platz 8, von Reimer nichts mehr zu sehen. Aber der kann ja morgen bei der letzten Flachetappe vielleicht nochmal auftrumpfen. In der Form, in der er bei Etappe 1 war, ist es durchaus möglich. Errada bleibt auch im Bergtrikot nach dieser zweiten, nach diesem zweiten Platz. 2. ist Castroviejo, ebenfalls aus der Movistar-Mannschaft. Und 3. David Arroyo zusammen mit Crawford. Die Nachwuchswertung habe ich jetzt leider wieder übersprungen. Das ist ja immer so ein bisschen blöd gemacht. Movistar führt aber in der Teamwertung wenig überraschend vor Oike Greenedge und Team Sky. Adria Mobil immerhin auf Rang 4. Nicht schlecht für ein Drittligateam. So, Nachwuchswertung tragen wir jetzt natürlich noch nach. Grimmay also auf Rang 10. Ich denke mal, an der letzten Etappe wird sich nichts mehr ändern. Und in der Nachwuchswertung ist Grimmay 5. Das kann sich doch sehen lassen für den Eritreaner. Ich meine, er ist einer. Oh Mann, keine Ahnung. Ich glaube aber schon. Gut, bis zur letzten Etappe.